Simon, schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video aus Berlin, zur neuen Eröffnung vom Dönerladen von Samra. Ich wollte es kaum glauben, als ich es gehört habe. Ich habe voll die Special Vibes gerade, ich schwör's euch. Was geht dir? Alles gut bei dir? Wie geht's dir? Alles sehr gut, danke dir auch. Sehr schön, freut mich. Das schön, freut mich. Ja, geil. Ich habe schon Story gesehen, ey. Sieht sehr, sehr lecker aus. Ja, Mann. Und ist so, wie du dir vorgestellt hast? Ne? Noch besser. Der Döner und die Resonanz heute ist brutal. Ich freue mich, dass du da bist, Alter. Sehr gerne. Danke für die Einladung nochmal, ne? Stapel. So, also nochmal, wir werden jetzt Döner-Stack nehmen. Ja, Mann, Döner World in Berlin. Das ist meine Hut, hier bin ich groß geworden. Wir haben hier auch einen Friseursalon. Und wir dachten, ey, wir brauchen irgendwie einen geilen Döner hier in der Siedlung, weil wir fahren immer etliche Kilometer, um einen Döner zu essen. Hier ist nichts Geiles in der Ecke. Und du willst die Leute nicht dissen, was für Ja, gar nicht. Jeder macht sowieso so, also alles schmeckt und so, aber halt nichts, wo ich sage, okay, das überzeugt mich. Du hast so nach deinen Vorstellungen einfach jetzt deinen Döner konzipiert, wie du ihn feiern würdest, essen würdest. Genau. Ist kein handgestickter Döner und so, so, weil ich schaue mir auch die Videos von dir an und ich weiß auch, dass du ein brutaler Essenstester bist und dass du dich sehr gut auskennst. Danke. Ist aber einer der besten Dönerhersteller in ganz Deutschland, der uns beliefert. Deswegen freue ich mich, dir das mal zu zeigen, Alter. Guck mal, hier haben wir Friseurladen. Okay. Also, wenn du deine Frise schneiden willst, sag Bescheid. Würdest du sagen, ich muss? Ja, auf jeden Fall. Die Seiten müssen auf jeden Fall. Geil, danke Jungs, danke. Habib Sandim. Moin Jungs, grüß euch, hi. Isst du einen Döner und schneidest dir die Haare auf meinen Nacken? Gucken wir gleich mal. Habib. Geil, Mann, aber ist ordentlich was los hier. Ja, Mann, ist ein riesen Ansturm. Schau dir den Spieß an, Bruder, und du kannst ja auch, du bist ja ein Profi, du kannst ja schon mal bewerten, wie der schneidet. Ich weiß, man mag halt nicht, wenn so viel vorgeschnitten aber wird, aber hier ist heute voll. Ja, ja. Es geht nicht. Ich habe auch mal so philosophiert, wie wäre es bei meiner Neueröffnung, wenn ich mal einen Döner aufmachen sollte. Du kannst beinahe nicht anders. Du musst so vorknallen. Voll. Mach mal einmal alle Lärm für Olli hier. Der Master auf Döner, sag ich euch ehrlich. Jungs, Holle braucht sehr, sehr leckere Döner. Keine Extrazange oder so. So wie ihr den Döner auch den Endkunden geben würdet. Nicht, weil er Holle ist. Sehr, sehr gerne. Und wir versuchen ihn natürlich zu überzeugen. Geil, Mann, geil. Also kleiner, entspannter Laden, die wirklich genauso, wie man sich vorstellt. Laden um die Ecke, einfach Döner snacken. Und Berliner Döner halt, weißt du? Jetzt. Ich nehme so, wie Samra ist. Okay, Kräuter, Knoblauch, Salat komplett mit ein bisschen Schafspulver und ein Schuss Zitrone. Wir sind auch alle ein bisschen aufgeregt, Holle, weil du heute hier bist, ne? Ja, ich hab schon gesagt, meine Undercover-Agenten sind draußen, müssen gleich Foto machen, wenn ich nächstes Mal Undercover komme. Normal. Wie war's das für ein Feeling jetzt? Eigener Dönerladen auf. Gut, Bombe, Bruder, für mich, weil ich esse sehr, sehr gerne Döner. Ich darf mich bloß nicht verschätzen, weil ich will immer noch eine gute Figur und nicht wenn jeden ich mir jeden Tag zwei, drei Döner gebe, dann feiere ich mich gerne. Aber denkst du, du kannst überhaupt immer in Ruhe snacken, weil immer 1000 Leute und so, du willst ja auch deine Ruhe haben? Ich mag das, wenn um mich rum ganz viele Menschen sind. Echt? Irgendwie mag ich das. Es könnte problematisch werden, weil ich lade sehr gerne Leute ein und davon muss ich mich hüten, weil sonst mache ich morgen den Laden zu, weißt du? Ja, ich schwöre es dir. Also ich würde sagen, wir machen so, goldene Regel bei mir. Machen wir erstmal ein Foto? Ja, gerne, die. Ich werde mal ein paar Snacks nehmen, gebe dir direkt ein bisschen Feedback. Ja. Und dann werde ich aber, weil das mache ich immer, den Rest alleine snacken und danach zu Ende Feedback geben. Okay, machen wir so. Gib mal meinen Jungs einmal die Kamera. Im Laden essen vielleicht? Vielleicht ist da ruhiger? Können wir eigentlich machen. Ja, dann zeigen wir noch eben den Friseurladen. Komm rein. Geil. Boah, moin. Boah, scheiße, Leute. Ja, danke, Bruni. Also ungewohntes Feeling auch für mich. Wenn man jetzt einmal dreht, 1000 Leute am Start. Ich bin ja sonst immer ganz alleine, wenn ich teste, gehe irgendwo ins Auto, dass mich keiner sieht. Jetzt 1000 Leute, aber ich sage, ich bin im Fokus. Erster Eindruck. Ich versuche ja immer direkt euch alles mitzuteilen, was ich schmecke. Für mich die Frage erstmal am Anfang. Ist irgendwas anders? Berliner Döner, Samras Touch. Und erstmal ist es tatsächlich einfach vom Taste Berliner Döner, wie man es kennt. Jetzt muss ich gucken und schauen, wo ist so die Handschrift von Samra drin. Aber erster Eindruck, Soßen, alles eigentlich so, wie man es kennt. Und jetzt muss ich gucken, was hier, was den Unterschied macht. Oder halt eben nicht. Wäre ja jetzt auch nicht wild, wenn irgendwie das Ding, sag ich mal, ein normaler Berliner Döner wäre. Also Brot erstmal on point. Fasziniert oder beziehungsweise was ich immer bei anderen Läden in Deutschland weit sehe, wo ich immer sage, Leute, passt auf, wenn ihr nicht wisst, was ihr machen sollt, geht zu den Basics zurück. Und die Berliner haben halt dieses normale, ich nehme das Fladenbrot immer am Start und es ist die richtige Wahl. Also die haben es perfekt geröstet, es ist ein Standardbrot. Du wirst nicht dahin gehen und sagen, hier self-made und ich habe hier irgendein Special-Ding selbst gebacken. Aber es performt, es ist gut, es ist außen knusprig, es ist weich von innen, es klaut nicht die Performance vom Döner. Immer eine sichere Wahl.
Das ist ja die Samra-Creme, ne? Genau. Also Erklärung für euch. Und entweder man feiert meine Vorgehensweise oder nicht. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, 9 von 10 Leuten, die hier reinbeißen werden, werden nicht mal den Bissen genommen haben und werden sagen, boah, Digga, das ist aber der heftigste Döner, den ich hier gesehen habe. Und ich stehe da nicht drauf. Ich versuche real, gebe ich immer wieder, was ich esse, was ich fühle und schmecke gerade. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, super Döner, super Döner. Ne? Aber ich mag diese Euphorie nicht, die am Anfang da ist, einfach nur, weil es Samra ist, sondern ich schmecke mich da rein, werde euch gleich ein ordentliches Feedback geben. Aber es ist ein gutes Ding, ist auf jeden Fall ein gutes Ding. Ich kann dir direkt ein paar Worte sagen. Komm mal, dazu. Du hast Folgendes geil gemacht bei dem Döner. Ja. Es ist ein Berliner Döner. Du hast den Soßentouch, schöner Säurepeak bei den Soßen, schöne Säure. Davon mal abgesehen, was ich faszinierend finde, ich habe jetzt mit Gurke, du hast einen frischen Kick und du hast nicht wie bei manchen Dönern dieses überladene süße Ding. Ja. Wo voll die Süße reinknallen. Du hast eigentlich nur noch, es schmeckt geil, weil es süß ist. Mhm. Sondern du hast einen Berliner Döner mit einem gewissen Clean-Faktor noch. Ist geil. Irgendwo clean, du schmeckst das Gemüse, das finde ich sehr geil. Und ich glaube, ich werde mir gleich noch einen snacken und dann werde ich dir final eine Bewertung geben. Okay, perfekt, danke dir, Alter. Mm, gerne, danke, warte mal. Gerne. Kurz gewartet, Power schießt schon noch mal hinterher. Bei Berliner Döner, es ist so und es ist auch nicht schlecht. In dem Sinne, weil du weißt, was du bestellst und du kriegst es. Der ist natürlich ein bisschen getrickst, hast ein bisschen extra Power noch durch Zusatzstoffe. Ich möchte jetzt nicht jedes Mal drauf rumreiten, aber es schmeckt. Wenn man alle anderen Faktoren ausblendet, wie ich will jetzt einen Japrak-Döner mit der Qualität, was Fleisch angeht, es schmeckt einfach. Und wir werden jetzt einmal einen Döner noch, ich möchte einmal noch ganz kurz reinsnacken, richtig in mich gehen, ohne dass irgendwas um mich rum ist. Und dann kriegt ihr finale Bewertung, gebe ich den Samra direkt. Habt ihr schon getestet, den Döner? Bombe, sagt ihr? Ja, ja. Top-Döner? Geil. Kuss, Jungs. Danke, danke. So, wir werden jetzt noch einmal reingehen. Ich habe noch mal einen Kameramann übergeben. Voll ungewohnt. Ihr wisst ja, ich mache immer außer Hand auch meine Special-Formate mit Jury und so, wo ich Kameramänner habe. Für mich immer ungewohnt. Aber egal. Ey, Uli, da ist der beste Mann, der das beste Chicken Deutschlands erschaffen hat. Also, wenn du heute nicht hier gewesen wärst, bei einer Eröffnung von einem Dönerladen, dann weiß ich auch nicht. Ja, du wusstest, dass ich komme, ne? Du machst auch gerade ein Video. Geil, Kuss geht raus an alle, Mann. Wir machen Ciao, weil wir sind hier bei Holle drauf. Ja, Mann, auf jeden, ey. Geil. Das ist Omar, wer ihn nicht kennt. Er steht sogar inzwischen im Duden, wo Chicken steht. Chicken, aber gutes Chicken. Da ist sein Bild von ihm abgebildet, wie er am Kreuz hängt. So, Jungs, ich brauche noch mal einen Loch. Ich komme noch mal nach hinten, ne? Mit Liebe, Feingefühl, geil. Das war die Säure, das war die Zitrone, die noch mal rauf macht, was den Säurekick gegeben hat. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Danke, Brudi. Nicht überladen, also angenehm zu essen, kein Kamerabonus. So. Also ein Berliner Döner ist schwer zu deuten von den Geschmäckern. Das ist ein sehr erschlagenen Geschmack, weil du natürlich maximale Power hast. Meine, ich habe eben Dill rausgeschmeckt, entweder in den Soßen. Es war irgendwas Kräuterlastiges, hat mir gefallen. Man muss sich reinschmecken, also Power kommt durch die Soße, das ist klar. Da kommt noch mal mächtig Power hinterher. Du hast ein richtig intensives Rotkraut. Ist immer die Frage bei den Läden, Rotkraut hat meistens Power, weil die es einlegen in der Regel. Essig eingelegtes Rotkraut, das hat mächtig Power hier. Soßen schießen hinterher. Der Clean-Faktor vom Döner eben geht ein bisschen flöten bei diesem, weil sie mehr Soßen drin haben. Es ist mehr die Power, mehr in die Fresse. Also das ist wirklich Motto bei dem Döner, willst du es cleaner, lass ein bisschen Soßen raus. So, und dann hast du so einen leicht angekitzelten, sag ich mal, gewöhnlicheren Döner mit diesem Berliner Touch, aber nicht so ganz in die Fresse und mehr Soßen bringt dann halt auch mehr Power. Die Soße, und das finde ich auch interessant, im Unterschied zu vielen Berliner Soßen, wo du, sag ich mal, du hast dieses Kräuterknoblauch-Scharf-Feeling, ja, bei mir fehlt jetzt eine Soße, aber die Soße, wie sie rüberkommt, wie kommt sie an im Mund? Und es kommt einfach durch so eine prickelnde, intensive Säure. Dennoch durch den Rotkohl, klingt nach, Mund ist richtig, also Mund ist am Limit, wirklich von den Geschmacksnerven, alles maximal angeregt, der hat schon gut Power, der Döner. Gurke ist in manchen Dönern Katastrophe, in diesem Döner, also bei meinem Ding ja auf jeden Fall Upgrade. Kann mich so an Mal immer erinnern, damals in der Cafeterie, früher in der Schule, auf irgendein Baguette. Die hatten so eine geile Soße, Gurke drauf, war einfach das perfekte Match. In diesem Döner Gurke, sehr, sehr geil einfach. Weckt Oldschool-Vibes in mir.
Also ohne, dass jetzt Samra kommt, es ist kein Geheimnis, das werde ich ihm auch gleich sagen. Es ist ein Berliner Döner, es bleibt ein Berliner Döner. Die ranke ich alle auf gewisse Weise. Und da kann dieser Döner den anderen Dönern gegenüber jetzt nicht rausstechen. Aber gehört tatsächlich zu den sehr guten Berliner Dönern. Ich weiß nur echt nicht, wie ich das einranken soll, ey. Das ist echt schwer, Mann. Aber ihr könnt euch alle überzeugen, der Döner ist hier. Tastet den Döner und macht euch selber ein Bild. Aber das, so wie ich ihn bekommen habe, ein sehr guter Berliner Döner. Erstmal nochmal, wie heißt es nochmal? Nehmen wir mal zwei, drei Berliner Döner, die berühmt sind, so, wo die alle essen, die alle kennen, so. Yorkstraße hieß er. Ja. Hamdi Baba. Hamdi Baba, ne? Genau. Okay, okay, mir fielen die Namen gerade nicht ein. Also ich wollte erstmal sagen, das sind ja alles so die klassischen Berliner Döner, so wie du sie auch hast. Und alles auch so Hochkaräter als Berlin gehandelt. Und da kann ich euch erstmal sagen, diese ganzen Dinger, die sich Namen gemacht haben in Berlin, da ist dieser Döner nicht schlechter. Ich schwöre dir. Also das ist klasse Berliner Döner. Dankeschön. Und da muss jeder gucken, jeder Döner ist ein bisschen anders. Dass dieser hat seinen Touch, der hat einen Touch, aber der hier ist nicht schlechter. Und boah, ich habe sie alle gegessen. Dankeschön, ist mir eine Ehre. Hey, gerne, gerne. Olle, freut mich wirklich, dass du da bist. Ich feiere dein Content, also schneid das auch ins Video. Du bist auf jeden Fall der Grund, dass ich sehr zugenommen habe, weil ich saß irgendwann nur nächtelang zu Hause und habe mir nur Food-Content anguckt und habe die ganze Nacht gefressen. Du machst es sehr gut, Alter. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg. Danke, und vielleicht sieht man sich ja in der Zukunft oder macht irgendwas zusammen. Sehr gerne, die. Also top. Und so kann ich auch nur sagen, ich höre von vielen Interpreten, aber es gibt kaum einen Interpret wie du. Und Sido muss ich auch noch sagen, zum Beispiel so ein paar habe ich, wo ich echt viele Lieder feiere. Hey, danke schön. Okay. Gerne, gerne. Und ich gebe dir auch noch eine Bewertung mit auf den Weg. Vielleicht hast du einen Tipp, was man so besser machen kann oder so? Tatsächlich nicht, ich schwöre es dir, weil das ist ein Berliner Ding. Ich habe ja mein Nicht-Selfmade-Ranking, wo die Döner bewertet werden, die, sage ich mal, industriell angefertigt werden, wo ich immer so ein bisschen Qualität ausklammer. So, ne, ich persönlich mag natürlich immer dieses Selfmade und am besten nur Salz, Pfeffer. Ja. Aber so wie du den Döner willst, so ist er geworden. Bombe. Und ich hätte so wahrscheinlich eine 8 von 10 gegeben. Geil. 8 von 10. Geil, Bruder. Gerne. Mich, Alter. Checkt alle Holle. Danke, dass du da warst. Ja, sehr gerne. Und wir sehen uns ja auch nächste Woche. Wir sehen uns, ja. Wir machen noch mal ein Video zusammen. Machen wir sehr gerne. Wir machen 1000 Euro, wer uns den besseren Japrak-Döner zeigt in Berlin. Stark. Weißt du, was wir noch machen? Also heute ist ja Sonntag, das wird heute ausgestrahlt. Und morgen ist das Battle. Einer von euch da draußen kann sich noch bewerben in den Kommentaren. Morgen 13 Uhr geht's los. Komm vorbei, 1000 Euro auf volles Nacken. Ja, Mann. Danke. Hau rein, Dave. Wir sehen uns, Leute. Wir starten gleich nochmal. An euch danke fürs Zuschauen. Lasst den Daumen oben scheppern. Kommentar da. Checkt Samras Musik ab. Und sein Dönerladen und sein Friseur natürlich auch. Kommt alle vorbei. Heute noch auf meinen Nacken gewesen. Aber ansonsten, ich muss auch irgendwie gucken, wo ich bleibe. Ja, Mann. Ist so. Geht eher das. Kuss geht raus. Alles Gute.